Weiter geht's mit dem dritten Teil des Minecraft Diamant Let's Plays. Diamant 2 Let's Plays heißt es ja schon. Ich hab jetzt hier. Guck mal, das Glas ist erstmal fertig. Das Glas muss ich hier haben. Die Diamanten habe ich so viele. Ich habe zu viele Diamanten geholt. Ich muss das Glas platzieren. So. Okay, hier könnt ihr auch nochmal Glas hinsetzen. Ich gieße hier nochmal weg. Wo ist nämlich das Glas, das mir hier hingestellt? Weil ich auch hier richtig schön die Lava sehe. Und das hier brauche ich mit Kobbel wieder zu. Kobbeln. Und Kobbel wieder zubauen. Das ist halt auch eine. Redstone Diamanten kann ich natürlich woanders hin. Eisenerz auch noch 26 Stück. Rein damit. Gunpowder, das brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Die Rüstung, diese Pferderüstung brauche ich nicht. Namensschild brauche ich nicht. Weizen habe ich immerhin 8 Stück sogar. 6 Eisenbahn, 5 Akazienholz, Granit brauche ich nicht. Das ist die Kohle, nehme ich mit. Diamanten würde ich separat lagern. Das ist die Truhe schon wieder voll. Und dann kommt die Diamantentruhe. Wollte ich jetzt weiter unten hinpacken, da wo ich sowieso schon einen kleinen Freiraum gegraben habe. Hier hin. Hier kommen die Diamanten rein. Die nehme ich mit. Ich würde sagen, alle 5 Parts werde ich immer einen Diamantenpart machen, also wo ich jetzt hier dann Diamantfarmen gehe. Weizen packe ich auch jetzt mal rein. Hacke, Faden, Sticks nehme ich mit. Hammelfleisch auch. Aber auch das Auge nehme ich mit. Spinnenauge. Knochen habe ich keinen. Ja. Hier oben, das ist schon am Wachsen. Kann ich schon mal ein bisschen mehr Samen holen. Weizenkörner, die jetzt so in das Gefühl kommen, haben wir raus. Oh, das kriege ich jetzt mal. Boah. Richtige Mengen davon. 8, 9, 10, 11, 12. Also 80 kann ein so ein Feld aufnehmen. Ein so ein Ding kann also bis zu 80 versorgen. Also eine Wasserquelle. Das war für mich alles. Noch ein bisschen mehr hier. Hier soll ja noch eine zweite Fläche entstehen. Ach. Komm nicht rüber. Weizenkörner. Sand hole ich mir später nochmal, aber so werde ich mit den Diamanten hier eine Diamantrüstung machen. Damit ich mich erstmal voll geschützt. Diamanten. Wenn die Diamanten dann zu viel werden, dann muss ich anscheinend erstmal dann Diamantrüstung erstmal abholen. Brauche ich denn auch Schuhe? Nein, brauche ich nicht. Ich brauche die Brustplatte brauche ich noch. Alles anziehen. Zack, und volle Diamantrüstung. Ja, die Diamanten kommen sonst. Ja, ich hole erstmal noch alles Diamantwerkzeug nochmal nach.
Werkzeuge, alle Werkzeuge, die ich habe, noch mit Diamantfassung nachholen. Also eine Axt. Eine Axtspitzhacke habe ich schon. Und dann muss ich mir noch ein Schwert machen. Schaufel und dann noch ein bisschen diesen Stick hier durch Fackeln verbauen. Das sieht ja nicht ganz schön aus, finde ich. Und wie weit ist das jetzt hier oben gewachsen? Ah, das erste kommt schon langsam voran. Weil ich will nämlich zwei Pyramiden bauen in diesem Let's Play. Und zwar eine Pyramide aus Diamantblöcken und eine Pyramide aus dem Sand da hinten. Oh. Der Diamantschaufel hier. Fleisch habe ich auch schon bald aufgebraucht. Wie muss ich das jetzt machen, wenn ich hier sozusagen jetzt hier immer eine noch dazu haben als Fläche? Dass immer noch ein Block breiter ist. Das wäre so, immer so ein Block drumherum. Ich fange mal von hier, fange ich an. Das sind jetzt hier so ein Block, zwei Blöcke, drei Blöcke, vier Blöcke, fünf Blöcke. Hier kommt das rein. Eins, zwei. Muss ich auf jeden Fall hier noch deutlich erweitern hier. Ich will auch ein bisschen Erde verbrauchen hier diese. Schon hat hier ein Erzdeck aufgebraucht. Das war es auch schon wieder. Ich muss anscheinend Erde von der Truhe holen. Also habe ich jetzt überlege, dass ich hier keine. Die sollte ja eigentlich ursprünglich vielleicht sonst eine Burg irgendwann mal später entstehen, aber diese Pläne habe ich jetzt hingeschmissen. Wieso soll jetzt. Keine Burg, sondern. Ich muss sowieso noch zwei Blöcke höher. Das ist aber auch eine Arbeit hier, dass ich jetzt zwei Blöcke höher zu machen. Wieder ein Stack Erde aufgebraucht, also es verbraucht auch jede Menge Erde. Die ich sozusagen hier in Erde umplatzieren. Hier sind 1, 2, 3, 4. Mal 1, 2. Also vielleicht geht es hier und dann geht es sozusagen die Außenfläche. Die Hacke habe ich jetzt weggepackt, weil ich sie jetzt gerade nicht brauche. Hier schon mal die Fläche vorbereitet. Aber die restlichen 23 Diamanten können jetzt mal weg. Die Lava, sie sieht man jetzt dann immer, wie man hier runter geht. Hier kommen die Diamanten rein. Ich habe dadurch schon jetzt Level 21, also die Erfahrung ist sprunghaft eingestiegen. Ah, das Inventar ist relativ leer. Aber trotzdem erstmal die Erde weg. Ah, es wird dunkel. Ich warte erstmal. Also wenn die Nacht vorbei ist, dann werde ich dann. Nach der Nacht werde ich. Eisen ist fertig. Nach der Nacht werde ich das mit dem
Sand holen. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Sand holen. Bin immer noch nicht schlafen. Die Sonne ist dann weggegangen, ey. Dann kann ich ja nicht schlafen hier. Aber das sind die ganzen Erfolge noch. Jetzt muss ich eigentlich mal schlafen können. Ich glaube, das möchte ich mir wieder löschen mit F3 und D. Jetzt können wir den Chatverlauf löschen. So ist der Chatverlauf leer. Ink. Open True Power 4. Ich da es geht. Half, upper, lower, facing north. Akazia Door. Und das ist alles. Werte stehen, aber ich wollte jetzt mal den Sand holen. Wenn ich diese Insel dann auch ein bisschen abgraben, sollte auch ein bisschen sparsam mit meiner Nahrung umgehen, weil ich ja noch nicht genug reproduzieren kann, also noch nicht, weil das nämlich noch alles nicht fertig gewachsen ist. Da ist ja ein verbauter Block hier auch, wie man da sieht. Da habe ich einmal verbaut. Lass mich das mal weg. Hier ist nämlich ein Desert, in diesem Desert werde ich den erstmal entlanden. Ich glaube, erstmal von oben nach unten die Höhen ab. Toter Busch ist hier auch. Dann könnte ich später immer gut gebrauchen. Natürlich Abonnentin, abonnieren würde mich ja gerne freuen. Weil jeder Abonnent bedeutet bei mir im Moment ein Let's Play Teil. Eigentlich wenn ich, sage ich mal, 100 Abonnenten am Tag kriegen würde, dann würde ich das so machen, pro 100 Abonnenten ein Let's Play Teil. Aber ich kriege ja nicht 100 Abonnenten am Tag, weil dann hätte ich nämlich 144 Abonnenten. Ich bin ja schon seit über einem Jahr und habe jetzt 44 Abonnenten, also bin ich bei mir relativ hart erarbeitet, würde ich sagen. So wirklich kommen die nämlich gar nicht. Ich lade jeden Tag, also ich könnte sagen, ich lade jeden Tag Videos hoch. Sand abgraben hier. Vielleicht ist den Rest des Tages kann ich nämlich Sand und Sandstein abgraben. Jetzt kommt der Sandstein. Hier ist eigentlich keine wirkliche Wüste vorhanden. Aber jede Menge Sand hier schon mal. Die Insel jetzt immer mehr runtergraben. Ich werde ihn dann bis auf Meeresniveau runtergraben. Leider habe ich den Sand vergessen hier. So viel Sandstein hier. Ist hier immer mehr sandsteiniger. Hier ist
den Sand graben wir schon auf, weil ich ja später auch als Großprojekt eine Pyramide machen will. Erst, also aus zwei Materialien. Die erste Pyramide soll aus dem Sandstein bestehen und die zweite soll aus Diamantblöcken bestehen. Weil ich ja die Diamanten auf maximal gestellt habe, dass ich dann einen enormen Diamantverbrauch habe. Den Sandstein hier nochmal abbauen. Ist alles aus Sandstein. Auch nochmal das ist ein Sandstein hier. Das war's erstmal. Jede Menge davon an Sandstein hier auf der Insel. Und es ist Mittag. Boah, ich habe schon so viel Sand gesammelt. Werde ich auch in einer separaten Truhe sammeln. Ist eine, so eine Insel schon, die auf dem Meereshöhe runtergrabe, bringt die ja schon sehr viel Sand und auch ein bisschen Sandstein ein. Bisschen Erde auch noch. Ich könnte ja eigentlich auch eine Formelberechnung machen, weil die Pyramide soll auch eine relativ hohe werden. Das heißt, die Sandpyramide soll höher sein als die Diamantpyramide. Und so soll die von Diamantpyramide sollen 20 mal 20 Durchmesser haben, also 20 mal 20 Blöcke, dass ich dann drei Stockwerke machen könnte. Sollen wir wieder essen? Jetzt hier, das ist schon die Meeresebene. Ich wollte ja die Insel in dem heutigen Part nochmal bis auf die Meereshöhe runtergraben. Das ist jetzt hier die letzte Höhe, die ich jetzt abgraben muss dafür. Inventar füllt sich ja auch schon ordentlich mit Sand. Muss immer zwischen 6 und 8 wechseln. Nein, nicht mit 7, sondern mit 6. Da jetzt los. Leg aber ich den Untergrund. Sieht aber auch aus, hier der Untergrund. Ist jetzt immer noch da, nein, jetzt ist der Untergrund wieder weg. Ah, ich weiß nicht, wie ich das ja gerade erzeugt habe. Das muss ich dann mal gucken. Minute 19 ist das. 19. Minute bin ich gerade. Wo jetzt insgesamt schon bei etwa einer Stunde angekommen ist bei Minecraft Let's Play hier. Das ist auch erstmal den letzten Part, den ich heute hochladen werde.
Na, das war schon zu viel. Das lasse ich natürlich, weil ich den Block sowieso brauchen würde. Schon wieder ein zu tief gegraben. So, hier den ganzen Sandstein noch abzugraben und wird auch schon Abend. Nun wird es auch langsam Zeit, dass ich jetzt hier auf der letzten Höhe. Die Insel hat man also in einem Tag gerade geschafft, würde ich sagen. Diese Insel hat einen Tag, also einen Minecraft-Tag gedauert, die abzugraben. Jetzt auf Meereshöhe. Diese hier würde bestimmt viel länger dauern. Die würde bestimmt 3, 4, 10 oder sogar 15 Minecraft-Tage dauern, die komplett abzubauen. Ich glaube 3 oder 4 dauern. Der wird hier mit Sandstein wieder zumachen, die hier. Und jetzt wird es auch gerade dunkel, also muss ich sowieso wieder nach Hause. Und das, diese Insel sieht natürlich ganz komisch aus, wenn ich jetzt die komplett abgebaut habe, bis auf die Meereshöhe abgebaut habe. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Part euch gefallen hat. Dann gebt dafür Daumen nach oben, wenn es euch wirklich gefallen hat. Dann teilt das Video. Wäre nicht schlecht, weil ich wenig Aufrufe habe, aber gerne mehr Abonnenten haben möchte. Und dann abonnieren, dann kriege ich sowieso mehr Abonnenten. Noch kurz unter Wasser und der Sternenhimmel, aber ich will keinen Sternenhimmel haben, ich will gerne tagsüber. Und wenn ich hier vorbei bin und schlafen, werde ich beenden. Bis dann und ciao.